Ha! Seht euch nur dieses Durcheinander an. Wie soll man denn da etwas finden? Ich glaube auch, das wird kein leichtes Unterfangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Nicebacks hier etwas offen herumliegen lassen haben, das die Stadtwache übersehen hat. Vielleicht gibt es ja irgendwo ein Geheimversteck. Das ist gut möglich. Dann lasst uns mal nachsehen, ob wir etwas finden. Ich glaube auch nicht, dass die irgendwas offen rumliegen lassen. Aber es muss ja ein bisschen anders aussehen. Ich würde gerne auf Wahrnehmung würfeln. Ich glaube, ich nehme einfach nichts wahr. So wie das aussieht. Das ist halt wieder ein Buch. Aber hier ist nichts, womit ich interagieren kann. Das ist gerade wie so eine Nadel im Heuhaufen finden. Ah. Hey, es hat gerade etwas hinter uns geklickt. Okay. Das war auch so ein Sound, den fand ich sehr gut. Wann wurde denn, ich weiß nicht, wann die Mod erstellt wurde. Muss ich nicht mehr nachgucken. Weil einige von den Sounds, die hören sich so ein bisschen, wie soll ich sagen, Rauschkraut, Boronswein, Notiz von Novile Nice. Oh, cool. Blattgold. Jawohl. Wird gemacht. Kommt weiter, mach mal die Kiste da drüben auf. Lederhandschuhe, Lederjacke, Halbstiefel, Augenschuhe. Streunerhut. Verdammt. Jetzt habe ich den Hut, obwohl ich den Hut vorher gebraucht hätte. Aber wir lesen uns erstmal die Notiz durch. Oh, ich bin eh wieder zu schwer. Ich muss echt gucken, dass ich jetzt dann nachher nochmal irgendwie mein Inventar ein bisschen aufräume. Vito, erinnere dich daran, unsere Verbindungsmann B aufzusuchen, wenn du nach Talon kommen solltest. Oh ja, okay. Dann wissen wir wohl schon, wo er hingeht. Wollt ihr nochmal ins Lager? Nein, doch nicht. Muss ich jetzt wieder zurück zur Vogtin? Informiere die Vogtin. Jagd auf Video geht's um eine Spur führt nach Talon. Ja gut, dann gehe ich jetzt erstmal nach zur Vogtin und dann gehen wir nach Talon. Dann schauen wir da erstmal nach. So, jetzt bin ich hier bei der Vogtin. Ihr seid zurück? Konntet ihr schon etwas herausfinden? Ja, ich habe im Lager das Nicefix, diese Flasche Boronswein und diese Päckchen mit Rauschkraut gefunden. Boronswein und Rauschkraut. Ich hätte mir denken können, dass die Nicebacks dabei ihre Finger im Spiel hatten. Ihr müsst wissen, dass wir schon länger den Verdacht hegen, dass Ferdok als Umschlagplatz für einen ausgiebigen Rauschmittelschmuggel dient. Euer Fund beweist, dass wir mit unserer Annahme recht hatten. Wenn ihr möchtet, kann ich der Sache nachgehen. Danke für euer Angebot, aber das ist im Moment nicht nötig. Ich werde Hauptfrau Dorkenschmied beauftragen, die Angelegenheit zu untersuchen. Versucht ihr weiterhin, Nito Niceback zu ergreifen. Sobald er wieder in Gewahrsam ist, können wir vielleicht Informationen über den Schmuggel von ihm erfahren. Solltet ihr dann keine weiteren Verpflichtungen haben, komme ich gerne auf euer Angebot zurück. Ja, okay, wie ihr meint. Ich mache mich dann wieder auf den Weg. So, dann ist das auch fertig. Mehr oder weniger. Und dann reise ich jetzt einfach nach Talon. Dann werde ich jetzt bloß wieder kurz zum Tor gehen und dann können wir entspannt nach Talon ziehen. Sofern man es entspannt nennen kann.
Okay, dann reisen wir mal nach Talon. Ich hoffe, es passiert nichts Unvorhergesehenes. Nicht, dass schon wieder random Wölfe... So, wo muss ich denn jetzt eigentlich... Unten ist zu. Notiz hab, müsste ich ja noch im Inventar haben. Ich habe jetzt auch mein Inventar, by the way, aufgeräumt. Benutzungsmann B aufzusuchen, wenn er nach Talon kommt. Jemand mit B. Vielleicht der Betrunkene. Das sind alles Städter. Aber ich gucke jetzt erstmal am Marktplatz. Jäger Rombach. Kerre. Ich grüße euch. Das ist aber schön, dass ich euch hier treffe. Wieso? Macht wieder ein Ungetier die Gegend unsicher? Nein, nein. Dank euch geht hier alles wieder seinen gewohnten Gang. Ich habe ein ganz anderes Anliegen. So, erzählt, worum geht es? Mein Bruder der Holzfäller und seine Gesellen haben ihr Lager oben an der verlassenen Mine aufgeschlagen. Eigentlich sollte ich Ihnen dieses Päckchen mit dringend benötigten Utensilien bringen. Leider kann ich nicht selbst gehen, da Bauer Ebergrütz um meine Dienste gebeten hat. Sein Schweinehirt hat angeblich merkwürdige Spuren in der Umgebung gesehen. Und jetzt soll ich mir das näher anschauen. Nach den Ereignissen der letzten Zeit sind alle etwas übervorsichtig geworden. Und jetzt möchtet ihr, dass ich das Paket eurem Bruder bringe? Ich wäre euch zu großem Dank verpflichtet, wenn ihr mir den Gang abnehmen würdet. Es liegt nicht wirklich auf meinem Weg. Ihr habt ihr das Paket und bestellt ihn einen schönen Gruß von mir. Das werde ich machen. Lebt wohl und viel Erfolg bei eurer Spurensuche. Sucht mich doch bitte später bei Bauer Ebergrütz auf. Ich glaube zwar nicht, dass etwas an der Sache dran ist, aber man kann ja nie wissen. Ja, dann nicht ganz unrecht, aber sicher doch. Waffenhändler Sorg. Hier gibt es... Ich glaube, der hat aber nichts Interessantes mehr für mich, ne? Der Robbentöter. Ne, das sind bloß die ganzen Waffen, die ich hier mal abgegeben habe. Warum hier auf einmal lauter Städter sind. Pfefferkorn. Da ist der Adran Gorbas. Harzalbe, Roppel. Städte Betrunkener, Wirt Bosslinger. Kerner vom Berg, Hauptmann von Talon. Und das ist der Stippitz. Keiner von denen ist, fängt mit B an, außer Betrunkener. Da seid ihr ja. Diplomaten, achso. Unterhändler Edelbrecht, Hofrau Rilke. Das ist eine Katze. Ja, wo könnte denn Bauer Ebergrütz? Dieser B könnte halt jeder sein, der irgendwie dessen Name mit B anfängt. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht. Wo ich anfangen soll zu suchen. Weil alle wichtigen Leute sind ja auf dem Hauptplatz eigentlich. Was ist die Handwerksstation? Da ist ein Gardist. Ich gucke jetzt mal noch hier hinten rum. Eine Städterin. Das war ein Städter. Ich glaube nicht, dass der Dude, den ich suche,
in der Gruft ist. Aber am Ende chillt er einfach wirklich in der Gruft. Versteckt sich da so. Aber ich glaube es mal nicht. Das sind auch Städter. Das sind alles überall Städter. Also wie gesagt, ich bezweifle mal. Und ich glaube, im Bahrainer-Tempel wird die Person auch nicht sein. Jagd auf Vito Niceback. Die Spur führt nach Talon. Namen B erwähnt. Ich sollte dort reisen und euch umhören. Vielleicht kann mir der Hauptmann weiterhelfen. Wisst ihr, das Tagebuch ist immer eine Bereicherung. Es hilft mir immer weiter, wenn ich nicht weiter weiß. Das ist so gut. Ich sollte echt mehr die, echt mehr in das Büchlein reingucken. Ihr seid mir aus dem rechten Holz. Der Ogre und sein jämmerliches Goblin-Gezücht werden Talon nicht länger bedrohen. Wie kann ich euch helfen? Wir haben von Vogt, den Darianer aus Ferdok, den Auftrag übernommen, Vito Niceback aufzuspüren. Wie ihr vielleicht wisst, konnte er leider entkommen. Ja, wir haben schon von den Vorgängen um das Haus Niceback gehört. Aber was führt euch nach Talon? Ich gehe einem Hinweis nach, der eine Kontaktperson der Nicebacks hier in Talon erwähnt. Ich hatte gehofft, ihr könnt mir bei der Suche nach ihr helfen. Aber gerne. Das ist das Mindeste, was ich für euch tun kann. Um wen handelt es sich? Einen Namen habe ich leider nicht. Ich weiß nur, dass sein Name mit B anfängt. Das ist allerdings nicht viel. Lasst mich nachdenken. Es wird ja wohl nicht Bürgermeister Stipwitz gemeint sein. Aber nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Würde ich vielleicht noch jemand ein? Da wäre noch Bauer Ebergrütz. Aber auch den würde ich ausschließen. Ja, sein Name fängt ja nicht mit B an, weil er ist ja nur Bauer. Stimme ich euch zu? Im Moment will mir keiner einfallen. Doch, halt. In der Nähe des Osttores hält sich öfter ein gewisser Bekelbrecht auf. Ich bin schon lange der Ansicht, dass er sich mit zwielichtigen Aktivitäten befasst. Leider konnte ihm bisher nichts nachgewiesen werden. Ah, jedenfalls fängt der Name mit B an. Ich denke, das ist ein vielversprechender Hinweis. Ich werde ihn mir mal vorknüpfen. Es würde mich nicht wundern, wenn er in die Machenschaften der Nicebacks verwickelt wäre. Zumindest als Unterhändler. Das wird dieser Typ, der hier diese Gauner-Utensilien verkauft. Oder sprich dieses Diebeszeug. Der war hier immer ein bisschen abseits gestanden, glaube ich mal. Hier ist auf jeden Fall kein Bekelbrecht mehr. Sprich mit den Städtern, ein Verdächtiger. Leider konnte ich Bekelbrecht nicht antreffen. Ihr wünscht? Entschuldigt bitte die Störung, aber ich bin auf der Suche nach Bekelbrecht. Mir wurde gesagt, er soll hier sein. Ja, das ist er eigentlich auch. Das heißt, im Moment ist er aber nicht da. Das sehe ich auch. Wohin ist er denn gegangen? Keine Ahnung. Hat nur gesagt, dass er mal kurz weg muss. Wisst ihr dann wenigstens, wann er wiederkommt? Nö, der taucht aber bestimmt irgendwann wieder auf. Müsstest eben später nochmal probieren. Vielleicht ist der ja dann da. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ja gut. Ich glaube, da muss ich mich wohl um die Sachen von Ebergrütz und mit den Holzfällern kümmern. Ein Verdächtiger. Er soll sich in der Nähe des Osttors. Spuren im Wald. Sprich mit Ebergrütz. Nicht, dass ein noch größeres Monster aufgetaucht ist. Als der Tatzelwurm. Ich bezweifle es mal ehrlich gesagt, aber ich würde es nicht ausschließen. Wäre irgendwie weird, aber Pilgerbrücke. Das war eigentlich nur geraten, aber ich bin tatsächlich richtig.
vorbei. Das Holzfäller Lager war doch eigentlich immer irgendwie da hinten, oder? Das waren doch die Holzfäller, die man in Tiere verwandelt hat. Für den Kobold. Hilfe! Bitte helft uns! Was geschehen? Spinnen! Da sind lauter Spinnen! Oh, sie kamen plötzlich aus der Mine gelaufen. Und da haben wir gemacht, dass wir wegkommen. Bloß gut, dass wir euch getroffen haben. Na, wartet hier, ich werde mich um die da Spinnen kümmern. Da sind sie kümmern. Schon! Schnell weg! Ach, da sind die Spinnen. Jo, 70 Leben. So kleine Smaragdspinnen. Uff. Es sind aber gebufftere Spinnen. Komm schon. Attacke! Junge, wie viel Damage machen die Viecher denn? Ein Todesspinnen oder was? Einkreisen. Also das Krell ist down, das ist klar. Bei denen habe ich ja keinen Armor gegeben, aber Spinnen. Das ist wild. Ja. Wundheiler Vorgrim. Also wenn ich mich jetzt auch noch um die ganzen Spinnen kümmern muss, die vielleicht in der Mine gammeln. Nein, danke. Oh, ich kann die Säcke plündern. Wo war denn hier der Eingang zur Mine? Oh, ich glaube irgendwo da hinten, ne? Spinnen. Berichte den Holzfällern. Okay. Und das Skelett hätte ich auch beschwören können eigentlich. Aber es wäre natürlich jetzt schon zu spät gewesen, als die aufgetaucht sind. Aber ich kann auch die drei Holzfäller erstmal beklauen. Das ist eine gute Idee. Mach ich. Fusseln um der Mausefalle. Ja. Und? Habt ihr die Spinnen beseitigt? Ja, sie sind alle tot. Ihr könnt beruhigt wieder ins Lager zurückkehren. Ja, aber was ist, wenn noch mehr aus der Mine kommen? Was mich beruhigt, kann ich dort mal, kann ich mich dort mal umschauen. Und wenn ihr schon in der Mine seid, dann seht doch mal, ob ihr diesen Alten und seinen Begleiter findet. Der ist nämlich vor einiger Zeit in die Mine gegangen und noch nicht wieder herausgekommen. Welcher Alte? Von wem redet ihr? Von dem alten Zausel. Der brummelt ständig so ein komisches Zeug. Und er hatte so einen Grünschnabel im Schlepptau. Sie kamen gestern und sind in die Mine gegangen. Er meinte noch, dort würde er bestimmt wichtige Hinweise finden. Wir haben ihn noch gewarnt, die Mine zu betreten. Aber er meinte, die Erforschung des Unbekannten würde immer Gefahren in sich tragen. Eure Beschreibung könnte nach der Erzmagier Rakorium sein Novizi gewesen sein. Was die wohl in der Mine suchen? Übrigens, ich habe noch ein Paket von eurem Bruder für das euch. Das sind bestimmt die Schleifsteine und die Heilsalbe. Wie kommt es, dass ihr uns das Paket bringt? Naja, der hat was anderes zu tun. Er muss dringend zu Bauer Ebergrütz und hat mich gebeten, es euch zu bringen. Aber jetzt werde ich mich mal in der Mine umsehen. Ich bin ja, glaube ich, mal auch die bessere Person für die Geschichte. Was hier das Ganze angeht, I guess. Ich weiß nicht, ob der Jäger so mit den Spinnen klargekommen wäre, aber... Ich möchte ihm natürlich jetzt nichts unterstellen.
Ich werfe erstmal mein Skelett. Das bin ich, Deception. Ja, ich habe alles auf 12, sie hat alles auf 17. Jo. Ein bisschen wild, aber kein Problem. Habe ich kein Problem mit. Ja, das sind wieder diese richtig miesen Spinnen hier. Komm schon. Ich muss ja echt gucken, dass ich mit allen halt irgendwie auf eine gehe. Halbkreis bilden! Lass das mal vor! Attacke! Das Skelett ist halt der Tank. Weil das Skelett kann halt nicht umfallen wegen dem Gift. Ich weiß gar nicht mal, auf was ich da gehen muss, damit ich hier. Damit sie dem widerstehen können. Ne, Chaos-Konsole. Keine Parade möglich. Bein, 11 Trefferpunkte, 9 Schadenspunkte. Spinnbiss, glückliche. Gegen Forum gelungen. Den Spinnengift. Das bin ich. Er tut immer so, als würde er gleich komplett sterben. Ich wollte jetzt eigentlich das noch so fertig machen, aber ich glaube, ich werde jetzt noch die Spinnen kurz ausnehmen. Und dann machen wir den Rest aber in der nächsten Folge, würde ich mal behaupten.